Ich habe den Auftrag bekommen vom Bundesamt für Kultur eigentlich eine Migrationsgeschichte geschrieben. Und da ist mir sofort eigentlich die Elvira Wolf-Stohler in den Sinn gekommen, Bratler Urgestein. Und ich habe dann mit ihr mich in Verbindung gesetzt und die Geschichte von der Auswanderung von der Familie Stohler 1804 nach Bessarabien und von der mühsamen Rückwanderung im Zweiten Weltkrieg zurück auf Bratteln, also eigentlich ein 150-jähriger Bogen von Aus- und Rückwanderern probiert einzufahren. Was mich auch fasziniert hat, das ist ein uraltes Brattengeschlecht, Stohler, schon 1533 zuerst mal schriftlich bezeugt. 1804, eine neunköpfige Familie, auf einer 2500 km langen Reise auf Bessarabien abgereist. Vater, Mutter, sieben Kinder, ein Gewehr im Gepäck und eine Bibel. Im Lockruf vom Alexander I. gefolgt, der dort unten eine Seele gesucht hat. Und hier im Baselbiet ist dort etwa ziemlich straub zu und her gegangen. Hungerjahr, Missernte, unruhige politische Lage. Was ist aus diesen Bratteln geworden dort unten? Das habe ich Elvira Wolf gefragt, die Nachfahrin. Und es ist eine spektakuläre Geschichte, die sie dort gelandet. Jeder Siedler hat vom Zar 65 Hektare Acherland bekommen, ein paar Hektare Reben. Und die haben zusammen mit Welschen Siedlern eigentlich das einzige Schweizer Dorf, die einzige Schweizer Kolonie in dem damaligen Russland errichtet und haben es geschafft, in jahrzehntelanger harter Arbeit zu grossem Wohlstand zu kommen. Die sind eigentlich, man kann sagen, reich geworden. Die haben sich vermehrt wie Küngeli. Wir müssen aufpassen, dass es auch nicht Inzucht gegeben hat. Darum war es gut, dass es auch noch schwäbische Siedler gegeben hat, dass es Familien gegeben hat, Jund aus Bottmigen, Singeisen, aus Lausen, wo sie sich ein bisschen mischen untereinander. Sie haben ein Dorf gegründet, schachbrettartig, angelegt mit einem Killeli. Sie haben eine Schule aufgebaut, wo man Deutsch, Französisch, Russisch gelernt hat. Sie haben Lehrer aus der Schweiz gehabt. Sie haben eine Musik gemacht, einen Chor. Sie haben vier Kegelbahnen gehabt. Sie haben eine Bibliothek gehabt mit Johanna Spiri, Gotthelf, Keller und so weiter. Also sie sind in diesem Ausland irgendwie sehr integrativ gewesen, haben sich mit vielen Russen getroffen, mit Rumänen, aber sie im Kern Schweizer geblieben. Was mich auch besonders fasziniert hat, ist die Sprache, die Leute hatten, dort unten hatten. Also Schweizerdeutsch, Schwäbisch, gemischt mit französischen Brücken, Russisch, Rumänisch, Ukrainisch, Jiddisch. Das hat eine wunderbare Mischsprache gegeben, die mich sehr berührt. Tanjuta sagt zum Vilusha: Du hast ja ganz vergessen. Du sollst ein paar Weske kriegt. Du musst doch morgen nach Ackermann auf Zut. Danach hat sich der Vilusha aber schön angezogen. Er hat ein dunkelblaues Kostüm angezogen und ein bisschen hellere blaue Galstuch und so silberne Polosetschki. Danach ist der Jutta aber arg verschrocken und hat ganz aufgeregt zu ihm gesagt: Nein, 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 Vilusha, du hast die letzte Nacht so arg gehustet. Ich habe dir doch den Buckel mit Skibidar und Schmalz eingerieben und noch Kompress gemacht. Morgen will ich dir Bank stellen. Und das ist gut gegangen bis eigentlich zum Ersten Weltkrieg, wo sie zu Rumänien gekommen sind und plötzlich von ihrem Markt, wo sie alles können verkaufen in ihrem Wein, 4 Millionen Liter haben die produziert, die Leute aus dieser Siedlung, bis sie von diesem Markt getrennt waren. Und das war eigentlich der Zeitpunkt gewesen, wo Elvira Wolf ins Spiel kommt. Die ist nämlich 1920 in Chabon, in diesem Dorf, auf die Welt gekommen. Und Elvira Wolf hat gerade eine Staubi-Phase erlebt. Die Siedlung ist von den Rumänen nicht immer nur mit Samthändchen angefasst worden. Und gleichzeitig hat es auch zum Beispiel Missernte gegeben, ein ganz böses Jahr 1929, Frost.
Also die Leute sind langsam anfangen verarmen. Und das hat sich zugespitzt, wo dann der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist, wo die Russen auf die Siedlung zugekommen sind und die Leute mussten eigentlich Hals über Kopf flüchten im Juni 1940. Sie haben sich der deutschen Aussiedlung, es hat ja dort ein paar hunderttausend deutsche Kolonisten gehabt, angeschlossen. Und dann hat eigentlich eine fünfjährige Odyssee eingesetzt, quer durch Europa, wo sie in Lager unterbrochen waren, zum Teil bei Bauern mussten helfen. Bei minus 20 Grad ihre Toten mussten am Strassenrand zurücklassen, in Gruben Brot backen haben, von einem halben Liter Milch gelebt haben, zum Teil der Familie. Sie haben sich so zu kleinen Familienverbänden, zwei, drei Familien zusammengeschlossen. Und es hat aber immer wieder kleine Wunder gegeben. Zum Beispiel hat Elvira Wolf 1944 ihren Albert wiedergefunden, den sie in Jabo unten kennengelernt hat. Und hat zumindest in diesem Kriegstrauma noch heiraten in Posen. Sie hat ein paar Mal Hals über Kopf müssen flüchten, weiter flüchten. Also 1944 sind plötzlich wieder die Russen auftaucht und haben dann dank den Amerikanern über Deutschland, Holland den Weg auf Belgien gefunden. Und 1945 ist ein kleines, kleines Wunder passiert. Sie haben in Brüssel einen Mann kennengelernt, der ein belgisches Kinderlager in der Schweiz organisiert hat. Sie haben sich dem Transport anschließen und sind dann im August 1945 in Basel gelandet. Dann haben sie gedacht, oh, alte Heimat erreicht, wunderbar, man umarmt es. Es ist aber ziemlich das Gegenteil passiert. Also das erste Wort, das sie gehört haben, was wenn die Scheiben Schwoben hier am Bahnhof Basel. Man hat sie einerseits als Schwoben angeschaut, aber eben vor allem auch als Russen. Sie sind zuerst in das Quarantänelager gekommen, in Neuchâtel, und dann im September 1945 auf Pratteln. Und der Empfang war dort nicht fürchtlich gewesen. Russen stehlen, lügen, das war so das Vorurteil auf ganz vielen Leuten zu Pratteln. Und sie haben sich dort eigentlich als einstreiche Auswanderer wieder mit dem Nichts müssen arrangieren. Also die Frau Elvira Wolf ist buchstäblich am Boden gelegen am Anfang, in einem kleinen Zimmerli, wo der Lehrer Zeuge für sie mit viel Mühe können ergattern. Aber schön war, dass sie von diesen 900 Schabner, die zurückgewandert sind, etwa 400 wieder in Baselbiet ankommen. Und haben hier eine neue Existenz aufbauen. Es hat neue Kinder gegeben, sie sind zum Teil wieder in die ganze Welt ausgewandert. Und der Kreis hat sich geschlossen. Und die Leute haben lange einen ganz guten Zusammenhalt noch gehabt, haben sich getroffen zu Fest im Geiswald, zu speziellen Beerdigungsritualen auch. Und eigentlich kann man sagen, auf eine Art, Ende gut, fast alles gut oder vieles gut. Und es hat ganz tolle Persönlichkeiten gegeben. Also viele Leute, die Karriere gemacht haben von diesen Rückwanderern. Und einer hat es auch noch in die Schweizer Schutt-Nationalmannschaft geschafft, der Jörg Stoller, der auch ein direkter Nachfahren ist. Der Sport ist dort unten auch immer wichtig gewesen. Jabo, heute liegt in der Ukraine und das ist so eine, in einer Übergangsphase. Da sieht man ganz alte Elemente von früher, neben modernem. Die alte Dorfstrasse von einst, die nicht in einem viel besseren Zustand ist heute. Die moderne Bauten. Der Weinberg selber, von den Schweizer, der ist zuerst völlig verwahrlost gewesen, ist von einem Georgier aufgekauft worden. Hochgradig modernisiert, was die Methoden genau sind oder wo das Geld herkommt, weiss man, es arbeiten heute 1000 Leute in diesem Rebberg und der Georgier hat sicher das Ziel, eines Tages können in den Westen exportieren. Und ich habe mit dem Siebentopf geredet, das Liestl. Die haben fast ein bisschen Angst vor dem Osten, weil die Böden sind so grandios, die Sandböden. Also da könnte erstklassige Qualität überkommen, wenn sie mal die Methoden verfeinern.